Hi Carsten und der Rest von euch. Eine super Frage. Der Circling Approach in La Rochelle. Das können wir kurz durchsprechen. Warum machen wir überhaupt einen Circling Approach? Das ist meistens, wenn man auf die andere Bahn keinen AFA-Anflug hat. La Rochelle hat nur AFA-Verfahren. Ein ILS, Localizer DIMI oder INDIBI Approach und ein VIO Approach gibt es, glaube ich, auch auf die 27. Und wenn da der Wind sehr stark ist aus Richtung Osten, dann kann man da oder darf man da nicht landen. Da muss man irgendwie auf die Bahn 09 kommen. Könnte man jetzt sagen, fliegen wir einfach Visual hin? Geht nicht immer, weil wenn das Wetter schlecht ist, müssen wir erstmal ein AFA-Verfahren nutzen, um unter die Wolken zu kommen, um dann zu circlen. Jetzt im Fall von La Rochelle, gucken wir uns das mal eben an. Da haben wir ja hier Circle to Land, Prohibited South of Runway. Das heißt, wir dürfen in dem Bereich hier dürfen wir nicht circlen. Wir müssen also den Anflug nach Norden öffnen. Wie fliegen wir das? Ganz normal in ILS. Wir fliegen auf 273 Grad, ganz normal den Glideslope runter, bis zu einer Höhe von, die sich anbietet, eine Platzrundenhöhe ungefähr 1500 Fuß. Elevation sind 74 Fuß. Das heißt, wir merken uns, wir gucken, dass wir in 1600 Fuß die Platzrunde fliegen. Das Circling Minimum, was wir uns buggen, sind 1060 Fuß, ne, without local ATS. Also ich habe da kein ATC gehört. Das ist No 2, Night not authorized. Na gut, wir fliegen dann am Tag. Ansonsten, wenn Air Traffic Services verfügbar sind, das heißt, wenn der Tower besetzt ist oder wenn es einen Anfluglotsen gibt, dann darf man sogar auf 770 Fuß runter. Das würde aber dann auch bedeuten, dass man dann in 696 Fuß über dem Boden eine Platzrunde fliegt. Machen mit dem Verkehrsflugzeug bestimmt keinen großen Spaß. Deswegen suchen wir uns mal aus, wir sinken auf 1600 Fuß, gehen dann in Altitude Hold und fliegen dann vor bis zum Missed Approach Point. Wo ist der? Das ist hier das M. Das ist bei 1 DMI vom ILS. Das heißt, wir fliegen in 1600 Fuß hier schön runter. 1600 Fuß, machen den Level Off und am Circling Minimum öffnen wir jetzt nach rechts. Nach links dürfen wir nicht, wir müssen nach rechts öffnen. 273 plus 45 sind wir bei 318 Grad. Das heißt, wir öffnen jetzt hier den Approach auf 318 Grad. Und fliegen das für eine Minute. Eine Minute geradeaus, im Procedure Turn nach rechts, 45 Grad geöffnet. Wenn dann die Zeit vorbei ist, drehen wir links rum um 180 Grad. Also 318 minus 180 sind wir bei 138 Grad. Und das ist dann ein super Heading, wo wir dann hier aufs Final für die 27 kommen. Ja, also AFA Approach, fliegen, was auch immer, ILS, VOA, ausleveln auf einer kommoden Platzrundenhöhe. Wenn das Wetter wirklich am Minimum ist, dann muss man auf Gedeih und Verderb wirklich runter auf das Circling Minimum. Ansonsten sucht euch eine Höhe aus 1500 Fuß über der der Field Elevation. Dann wird jetzt hier nach rechts geöffnet, 45 Grad und dann 180 Grad nach links für den Intercept aufs Final. Denkt dran, dass ihr irgendwo hier in dem Bereich dann auch wieder anfangen müsst zu sinken. Nicht, dass ihr hier im Short Final ankommt mit 1500 Fuß über der Schwelle. Das klappt dann natürlich nicht mehr. Da müsst ihr ein bisschen gucken. Kann sich am DMI ein bisschen entlang hangeln. DMI mal 3 ist die Höhe ungefähr, die man haben sollte. Das heißt, wenn du bei 2 DMI 600 Fuß bist, ist es ganz gut. In einer DMI 300 Fuß, 4 DMI, ne, und so weiter. Jo, das zum Circling in La Rochelle. Fliege ich morgen früh mal gucken, ob ich das aufnehmen kann, meine Flugkünste mit meinem Super Joystick. Ich wünsche euch einen schönen Abend, macht's gut, bis dann, tschüss.